Hallo YouTube, ich bin Meister Bini und heute gibt es ein neues Video aus der Reihe Tipps und Tricks für frisch gebackene Spielleiterinnen. Heute mit dem Thema Freunde, Feinde und alte Bekannte. Es soll also um die NPCs im Rollenspiel gehen. Mein erster Tipp, lest. Aber lest nicht nur still und leise in eurem Kämmerlein vor euch hin, sondern fangt an, euch selbst vorzulesen. Laut, denn so lernt ihr eure Stimme kennen und trainiert eure Stimme. Aber vor allem fangt ihr wahrscheinlich automatisch damit an, die verschiedenen Charaktere mit verschiedenen Stimmen auszustatten. Und das ist ja nun wirklich unheimlich hilfreich. Tipp 2. Führt Buch über die wirklich wichtigen Charaktere, zu denen eure Helden häufiger zurückkehren. Aber schreibt nicht nur deren Namen und deren äußerliche Merkmale auf, wie Augenfarbe, Haarfarbe, Alter, Größe, Statur und vielleicht noch Geschlecht, sondern bringt deren Charakter zu Blatt. Das heißt, schreibt euch auf, ob die Person häufiger jähzornig ist, ob sie leicht erregbar ist, ob sie fies, gemein, freundlich oder hinterhältig ist. Und dann, und das wird leider häufig nicht beachtet, überlegt euch einen Background. Das heißt, wo kommt die Person her? Denn das ist wichtig für Tipp 3. Tipp 3. Beachtet diesen Background, diese Hintergrundgeschichte, denn die wird sich logischerweise auf das Verhalten und vor allem auch, häufig nicht beachtet, auf die Sprache auswirken. Denn ein Fischer, der sein Leben lang Fische aus dem Meer geholt hat, wird sich ganz anders ausdrücken als eine adlige Hofdame. Aber zum Beispiel ein Fischer, der aus reichem Elternhaus kommt, aber die einfache Arbeit gewählt hat, wird trotzdem einige schwierigere Wörter in seinem Sprachgebrauch haben. Das heißt, überlegt euch die Hintergrundgeschichte und dann lasst bestimmte Wörter in den alltäglichen Sprachgebrauch dieser Person mit einfließen. Ein Fischer, der bemerkt, dass er jetzt auf soziale Schwierigkeiten stoßt, wird nicht sagen, oh, jetzt muss ich überlegen, was ich tue und wie ich mich verhalte, sondern der wird möglicherweise sagen, oha, da kommt eine starke Brise auf uns zu. Also lasst die Tätigkeiten, die Hobbys und dann auch die Arbeit in den alltäglichen Sprachgebrauch der Person mit einfließen und schon habt ihr einen wesentlich realeren Charakter als generischer Fischer, der eigentlich genauso spricht wie die Stadtwache. Tipp Nummer 4. Beachtet immer die Intention, mit der der Charakter auf die Heldinnengruppe zugeht. Denn ein Auftraggeber gibt sich ganz anders als ein Bittsteller, eine Wache ganz anders als ein Ladenverkäufer und ein fieser Bösewicht, der sich versucht, das Vertrauen der Gruppe zu erschleichen, ganz anders als ein ehrlicher Freund, der seine Meinung offen und ehrlich einfach den Heldinnen entgegenschleudert. Tipp Nummer 5. Versucht immer dieselbe Stimmlage für dieselbe Person zu benutzen, denn auch hier gilt logischerweise, ein alter, tattriger Mann wird wohl ganz anders reden als ein alter, weiser Mann, der versucht, die Gruppe vor großen Problemen zu bewahren. Tipp Nummer 6. Hört euch Hörbücher an, denn erstens gibt es nichts Schöneres, als an einem verregneten Sonntagabend im warmen Bett mit einer schönen Tasse Tee einem guten Hörbuch zu lauschen und zweitens hört ihr so, wie es die Profis machen. Ein besonderer Tipp da wäre von mir Manfred Steffen, der Peter Pan vorliest, oder aber der grandiose Harry Rowold, der der Wind in den Weiden vorliest. Übrigens auch gut und relativ unbekannt ist Dirk Bach, der hat nämlich nicht nur schreckliche RTL-Sendungen gemacht, sondern auch wirklich gut Terry Pratchett's Das fünfte Element vorgelesen. Tipp Nummer 7. Bewahrt die Ruhe. Denn wenn eure Heldinnengruppe auf einmal einen wichtigen Charakter nicht mehr wiedererkennt, muss das nicht zwangsläufig daran liegen, dass ihr den nicht gut gespielt oder nicht gut rübergebracht habt, sondern kann auch daran liegen, dass die Heldinnengruppe etwas vergesslich ist. Denn aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass die meisten SpielerInnen leider nicht dazu tendieren, sich alles aufzuschreiben. Wenn also auf einmal ein Charakter etwas untergegangen ist, könnt ihr den einfach nochmal vorstellen und in einem kleinen, vielleicht mit einem kleinen Witz nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch eigentlich schon kennt.
Und hier nochmal zur Veranschaulichung, denn auch ich habe natürlich diese Tipps befolgt und mir einen Hefter angelegt, aber ich habe in diesem Hefter noch etwas hinzugefügt, was ich euch noch kurz zeigen wollte, denn ich habe den verschiedenen Charakteren und irgendwie spielt der Fokus meiner Kamera gerade verrückt, ich habe diesen verschiedenen Charakteren verschiedene Wohnorte zugeteilt, denn diese Personen müssen ja auch irgendwo wohnen. Bei mir war das gerade alles in Angbar, hier ist eine Karte, die habe ich in diesem Hefter abgeheftet und überall in dieser Stadt sind kleine Ziffern eingetragen, schon vorher eingetragen gewesen oder ich habe sie wie hier hinzugefügt. Durch diese Ziffern weiß ich, an welchen Orten die Person wohnt, denn hier, das ist die Abteilung der wichtigen Personen, dort habe ich hinter jedem Charakter eine Zahl vermerkt. So steht bei Kratu Wirtkrieg in Klammern eine 52. Ich kann jetzt also einfach in die ausgedruckte Karte wechseln, muss nur die 52 finden. Dort ist sie wahrscheinlich überhaupt nicht zu erkennen, selbst eingeschrieben und so weiß ich, denn habe ich ja vermerkt, Kratu Wortkack ist nicht nur ein Zwerg, hat nicht nur eine monobraune, sondern ist vor allem auch der Wirt des steinernen Kruges. Und so weiß ich, wo der steinerne Krug ist. Zudem habe ich mir hier im Hefter auch zu jeder Ziffer, zu jeder Zahl verschiedene Fakten herausgesucht oder größtenteils selbst ausgedacht. So weiß ich, dass es in Angbar ein Wirtshaus, zumindest in meinem Angbar, ein Wirtshaus namens Galosch Steinweiche heißt. Das Ganze wird vom Zwerg Galosch Steinerweicher seit ungefähr 100 Jahren gefügt und es gibt in diesem großartigen Etablissement also einen hochprozentigen Schnaps, der heißt Steinweicher, weil er so hochprozentig ist und alle Leute, die ihn trinken, naja, sich danach nicht mehr allzu gut fühlen. Das habe ich also alles immer noch hinzugefügt, hinzugeschrieben, sodass ich für mich selber einen guten Überblick habe. Aber ich werde auf die Entwicklung von Städten und vor allem darauf, wie ihr es schafft, ein lebendiges Gefühl für die HeldInnen zu erschaffen, denn das ist das, worum es bei mir geht, sodass die Helden in eine Stadt kommen und denken, wow, die ist wirklich bewohnt. Darauf gehe ich entweder im nächsten oder im übernächsten Video nochmal drauf ein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen und das Leben als Erzähler, Meister, Spielleiterin oder als Fischbrötchen irgendwie erleichtert. Ich hoffe, es war hilfreich. Bis bald. Einen schönen Tag noch.